Hallo und herzlich willkommen zur ersten Etappe der Tour de France 2018 von Noirmoutier in Lille nach Fontenay-le-Comte oder Comte, keine Ahnung. Favoriten fürs heutige Rennen: Dylan Groenewegen aus den Niederlanden, Peter Sagan aus der Slowakei, Caleb Ewan aus Australien, Arnaud Demar, der Franzose, Marcel Kittel aus Deutschland, Mark Cavendish aus Großbritannien, André Greipel, ebenfalls Deutscher, Alexander Kristoff aus Norwegen, Sam Bennett aus Irland, Edvald Boasson-Hagen aus Norwegen und John Degenkolb, und damit ein dritter Deutscher in der Favoritenliste. Wir sehen uns gleich am Start der ersten Etappe der Tour de France 2018. Während hier der Ladescreen läuft, ja, vielleicht schon mal ein bisschen was zum Hintergrund. Ihr habt es in der letzten Folge eventuell gesehen. Es ist unsere erste Tour de France mit Team Austriacast. Das kann man ja erstmal feiern. Aber wir sind nicht zu 100% glücklich. Ich muss hier mal gerade das Licht ausmachen im Hintergrund. Denn wir können nicht auf unsere volle Teamstärke zurückgreifen. Da der eine oder andere aus unserer Mannschaft leider eher schlecht als recht mit dabei sein wird, beziehungsweise auch gar nicht mit am Start sein kann. Wir reden natürlich von unserem belgischen Youngster Louis Verwacke, bei dem wir in der Vorbereitung dann doch leider einiges falsch gemacht haben, wie es aussieht. Und dementsprechend kann er leider nicht bei der Tour de France mit teilnehmen. Er hätte natürlich teilnehmen können, ganz klar. Wir hätten ihn mitnehmen können auf gut Glück, aber wie das ausgegangen wäre, das wäre wohl klar gewesen. Und zwar nicht sehr, sehr gut für uns. Von daher habe ich jetzt gesagt, komm, wir verzichten auf Verwacke und nehmen stattdessen diese Mannschaft mit, die ihr hier seht. Danny McLay ist also formell der neue Teamkapitän von Team Austria Cars. Er wird die Sprints natürlich in Angriff nehmen. Unterstützt wird er dabei von, hoffentlich, von Till Schuster, Juhani Hutarovic, Jan Brockhoff, Yannick Meyer und Haritz Orbe. Auch mal in Smorka traue ich zu, dass er in Sprintvorbereitungen ordentlich mit reinhalten kann. Für Belgien-Etappen haben wir eigentlich nur Jordi Simon. Der hat bei der Tour de Suisse gezeigt, dass er durchaus im Gebirge mithalten kann. Aber ob das für eine Tour de France reichen wird, wo sich ja für gewöhnlich die Besten der Besten miteinander messen, das wird sich zeigen. Also diese Tour de France, die wird wirklich ganz, ganz knüppeldick, ganz, ganz knüppelhart für uns. Und da muss man wirklich sagen, das wird keine einfache Aufgabe für unsere Fahrer, hier ein erfolgreiches Rennen hinzulegen. Das muss man einfach mal an der Stelle gesagt haben. So, wir machen es mal so. Orbe, da, da, da. Und Simon, der fährt einfach hier irgendwo. Erste Attacke unseres Teams soll von Jan Brockhoff kommen. Und damit sind wir auch schon drin im Renngeschehen bei dieser ersten Tour de France vom Team Austria Cars. Erste Attacke, also Jan Brockhoff bei seiner ersten Tour de France Teilnahme fährt er gleich mal vom Beginn an weg. Ja, wer weiß, vielleicht wird es der Solo-Angriff, zusammen mit Mitchell Docker, jetzt allerdings ist er unterwegs, vielleicht wird es der Angriff, der ihn den Toursieg einbringt, ne, wenn er hier gleich von vorne weg ins gelbe Trikot fährt und den Vorsprung, ja genau, so sieht's aus. Okay, nicht durchdrehen. Mitchell Docker konnte sich jetzt ein bisschen absetzen, dahinter Brockhoff, dann Grelier, Breschel, Perez und Genet, also zwei Fahrer von Direct Energy, momentan vorne mit dabei. Und unser größter Trumpf, das ist natürlich, das ist Danny McLay, das ist ganz klar. Und wir schauen uns mal den Smorka an, denn den konnten wir uns noch gar nicht ansehen, seit er ukrainischer Meister ist. Also hier ein formschönes ukrainisches Meistertrikot von Marlin Smorka. Upsala. Moment. Wo ist er? Smorka. So, da kommt er ins Bild. Also so sieht das Trikot aus. Wunderschön. So wie man es sich halt vorstellt. Die ukrainische Flagge ist darauf abgebildet. Also nicht sonderlich spektakulär natürlich. Aber hey. Und wir haben noch einen zweiten Landesmeister, den wir an dieser Stelle natürlich gebührend feiern wollen. Haritz Orbe. Und zwar ist der spanischer Meister geworden. Ihr erinnert euch, das ist sein Trikot. Und das, muss ich sagen, ist einfach mega geil. Ich glaube, ich habe es in meiner gesamten Zeit, in der ich Pro Cycling Manager spiele, nicht einmal geschafft,
die spanische Meisterschaft zu holen. Es ist ultra schwierig, weil da immer so ein geiles Starterfeld am Start ist, dass man es eigentlich komplett vergessen kann, dieses Rennen zu gewinnen. Aber in diesem einen Fall, da haben wir es tatsächlich geschafft. Und ja, das war gut. Das war auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und Haritz Orbe ist also spanischer Meister geworden. Wie gesagt, für mich das erste Mal überhaupt, dass ich einen spanischen Meister in der Mannschaft habe. Habe ich tatsächlich noch nie geschafft. Und von daher ist natürlich die Freude groß, ganz, ganz klar. Einen deutschen Meister haben wir leider nicht in den Reihen. Wobei Yannick Meyer ganz, ganz nah dran war, muss man ihm lassen. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Aber es hat am Ende leider nicht gereicht. Hier sehen wir Arnaud Demar im Trikot des französischen Meisters, Peter Sagan im Trikot des Weltmeisters, Kwiatkowski im Trikot des polnischen Meisters, Dylan Teuns ist belgischer Meister, Carlos Alberto Betancourt ist etwas überraschend kolumbianischer Meister geworden, Alex Christoph im Trikot des norwegischen Meisters, ich glaube auch zum ersten Mal, ich glaube in echt ist das noch nie geworden, meine ich, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Devil Impy fährt im Trikot des südafrikanischen Meisters, das jetzt gar nicht so aussieht irgendwie. Und haben wir noch irgendwas? Ich habe vorhin noch den japanischen Meister irgendwo vorne rumturnen sehen, meine ich. Jawohl, hier ist er. Yukiya Arashiro von Bahrain Merida fährt im Trikot des japanischen Meisters bei dieser Tour de France mit. Ja, und Jan Brockhoff, der ist kein Meister, wäre auch ein bisschen überraschend gewesen. Yannick Meyer wäre auch durchaus überraschend gewesen, aber viel hat nicht gefehlt für unseren Yannick Meyer. Und somit kann er hier bei der Tour de France am Start sein. Ich glaube, das kann er sich in echt auch nicht erträumen, ja. Aber hier im Spiel ist es tatsächlich möglich. Gut, wie gesagt, auch der Tatsache geschuldet, dass jetzt die Planung halt alles andere als perfekt war. Dass wir auch noch die Österreich-Rundfahrt parallel zu diesem Rennen hier haben. Und ja. Von daher passt das. In Zukunft würde ich es gerne so handhaben. Ich meine, dieses Jahr starten wir die Komplettoffensive und nehmen die ganzen Österreicher mit zur Österreich-Rundfahrt. In Zukunft soll es dann so sein, dass wir die Österreich-Rundfahrt als eine Art Ausbildungsrennen nehmen und dort dann eben die jungen Talente dorthin schicken und die gestandenen Fahrer zur Tour de France. Das ist so der Plan auf lange Sicht. Genau, das wollte ich mir mal an der Stelle noch sagen, aber das kann sich natürlich auch noch ändern, bis es soweit ist, das ist ganz klar. So, Meyer kann jetzt mal die ersten Getränke holen. Und damit sind wir bei der Tour de France, Leute. Ist das nicht geil? So, wir schauen uns kurz die Mannschaften an. Das Team Sagan, genau. Bora Hansgrohe mit Peter Sagan am Start. Pascal Ackermann feiert sein Tour de France Debüt und Sam Bennett. Alles starke Sprinter. Unterstützt werden sie von Daniel Oss. Markus Burkhardt, auch ein Mann fürs Flachland. Und dann die Fahrer für die Berge. Jay McCarthy als Helfer. Patrick Konrad, ich glaube auch er gibt sein Tourdebüt. Und Rafał Majka, der gibt auf jeden Fall nicht sein Tourdebüt. Ist ein sehr, sehr starker Bergfahrer der Pole. Wobei er in den letzten Jahren so ein bisschen schwächer geworden ist im Vergleich. Also er war schon mal stärker. Das muss man sagen. Quickstep mit Niki Terpstra als nominellen Kapitän. Dann Philippe Gilbert, Bob Jungels, Yves Lampard, Richese, das müsste Maximiano, glaube ich, heißt er. Maximilian Schachmann, Zdeněk Stieber und Petr Vakoč. Das ist tatsächlich eine relativ schwache Mannschaft von Quickstep. Ich meine, sie haben wahrscheinlich alles auf Bob Jungels gesetzt, ja, den luxemburgischen Bergfahrer oder Klassementfahrer. Oh, der ist auch ein Meister, oder? Ne, der hier drüben ist ein Meister. Sam Bennett, irischer Meister, okay. Da haben wir noch ein Trikot übersehen. Ja, also Bob Jungels ist wohl der große Kapitän für dieses Rennen. Ob er der Rolle gerecht wird, werden wir sehen. Die Mannschaft Sky, natürlich mit Christopher Froome, Castro Viejo, De La Cruz, Kwiatkowski, Moscon, Rosa, Stannard und Van Baarle.
Es ist ganz klar, was die Mannschaft vorhat. Die wollen Chris Froome unterstützen, die Tour de France zu gewinnen. Das ist ganz, ganz klar. Es fehlt so ein bisschen der typische zweite extrem starke Bergfahrer. Den haben sie jetzt nicht dabei. Also ein Geraint Thomas oder so fehlt hier diesmal bei der Mannschaft Sky. Aber trotzdem ist Chris Froome natürlich stark genug, das hier zu stemmen. Aber die Bergfahrerfraktion bei Sky ist ausbaufähig. Da haben sie eigentlich bessere. Das könnte eine Schwäche werden. Für BMC startet Greg van Avermaet, Patrick Bevin, Alessandro De Marchi, Jean-Pierre Drucker, Richie Porte, Jürgen Rolands, Dylan Teuns und TJ van Garderen. Und natürlich ist Richie Porte der Kapitän, unglaublich starker Bergfahrer, aber auch allgemein ein erstklassiger Rennfahrer und Etappenjäger, also Etappenfahrer meine ich. Das ist alles seine Spezialität. Ob wir davon viel sehen werden, hängt natürlich auch davon ab, ob er die Tour de France zu Ende fährt. Wenn das Spiel realistisch ist, muss er natürlich stürzen und das Rennen leider aufgeben. Nee, Spaß beiseite, darüber macht man natürlich keine Witze, aber es ist wirklich tragisch, wie oft Richie Porte schon Rundfahrten hat aufgeben müssen. Gerade die Tour de France, weil er irgendwie vorzeitig aussteigen musste wegen Stürzen oder ähnlichem. Das wünscht man ihm natürlich nicht, aber es war leider sehr oft in der Vergangenheit der Fall. Weiter geht's mit Bahrain Merida, der Mannschaft um Vincenzo Nibali. Mit dabei Arashiro, Colbrelli, Garcia, Cortina, Hausler, Izagirre, Ion Izagirre, Padun und Pibernik. Und natürlich ist das eine extrem starke Mannschaft. Das muss man ganz, ganz klar so sagen. Und Nibali will auf jeden Fall nach dem gelben Trikot greifen. Davon können wir ausgehen. Ist er schon beim Giro mitgefahren? Das könnte natürlich ein Nachteil sein. Bei Movistar, Nairo Quintana, wahrscheinlich der ganz große Name. Mit dabei Wiener Anacona, Daniele Benatti, Carlos Alberto Betancourt, Richard Carapaz, da kenne ich den Vornamen nicht, Caratero, Nelson Oliveira und Eduardo Sepulveda. Also auch da wieder eine starke Mannschaft, die hier Nairo Quintana unterstützen möchte für seinen ersten Tour de France Sieg, den Giro hat er schon gewonnen, die Vuelta hat er schon gewonnen, die Tour fehlt ihm noch und das soll also jetzt klappen. An Audemars führt die Mannschaft FCG an, zusammen mit William Bonnet, Mathieu Ladagnou. In den Gebirgen ist wohl Thibaut Pinot der Kapitän, Sébastien Reichenbach, den haben wir uns in der letzten Folge angeguckt, Anthony Roux, Marc Sarraut und Arthur Vichot. Eine typisch französische Mannschaft. Natürlich mit einem Schweizer noch mit dabei, aber auch der wird sich auf Französisch bestens mit seinen Teamkollegen verständigen können. Davon gehe ich ganz stark aus. Und ja, was er zeigen kann, ist immer so ein bisschen formbedingt. Ich denke natürlich, mit ihm das Zeitfahren so ein bisschen zum Verhängnis. Direkt an der dritten Etappe gibt es ja ein Mannschaftszeitfahren. Da wird er auf jeden Fall Zeit verlieren. Aber schauen wir mal, wie das Ganze so wird. Dann kommen wir zur nächsten Reihe. Team Katjuscha mit Marcel Kittel als große Zugnummer in den Sprints. Alex Dowsett, Nathan Haas, Vajeslav Kuznetsov, Baptiste Plankert, Nils Pollitt, Rick Zabel und dann auch Ilnur Zakarin als Kapitän für die Rundfahrt an sich. Zakarin natürlich sehr isoliert in diesem Aufgebot. Es gibt keinen, der ihn wirklich unterstützen kann. Ich weiß nicht, Haas, naja, mit Abstrichen, aber alle anderen sind dann doch eher auf Sprints getrimmt, wenn man sich hier mal ganz kurz die Werte ansieht. Oder eben auf Flachland im Allgemeinen. Ne, dieses Lied wollen wir nicht. Und von daher ist das ja eine schwierige Sache für Ilnur Zakarin. Ich denke nicht, dass er in den Gebirgen großartig, ach hier ist noch der britische Meister, Adam Yates, dass er in den Gebirgen großartig was zeigen kann. Es wäre auf jeden Fall eine kleine Überraschung. Dann kommt die Mannschaft Agir Désert, natürlich mit Romain Bardet, dem Hoffnungsträger der Franzosen. Er soll die Tour de France gewinnen. Ob ihm das gelingt, ich bin da skeptisch. Mit dabei Jan Bakelands, Sylvain Dillier, Alexandre Genies, Alexis Gougin, Pierre-Roger Latour, Oliver Nasen und Venturini. Ja, was soll man dazu sagen? Latour und Genies sind natürlich extrem gute Bergfahrer, die ihn da schön unterstützen können im Hochgebirge. Und ja, Bardet selbst, bei dem wird es halt zählen. Die Zeitfahren sind auch für ihn nicht gerade zum Vorteil, das muss man ganz klar so sagen. Aber mal schauen. Es ist ja, ne, es ist ja durchaus möglich. Es gibt viele Berge bei dieser Tour de France,
Von daher kann er durchaus zeigen, was er auf dem Kasten hat. Dann Education First, Drapac powered by Cannondale mit Sepp van Markel, Matti Breschel, Simon Clark, William Clark, glaube ich, mit hier, wie heißt der, Mitchell Docker, Sebastian Langefeld, Tyler Finney und Tom van Asbroek. Ja, keine Ahnung, wer da so wirklich der Kapitän sein soll. Van Markel ist ein unglaublich guter Klassikerfahrer natürlich, aber das wird er hier eigentlich gar nicht so sehr gebraucht. Von daher bin ich gespannt. Sie werden bestimmt auf Etappensiege gehen, denn dafür haben sie genug Fahrer. Aber jetzt so auf die Gesamtwertung oder auf Sprintetappen, da sehe ich das Team nicht weit vorne. Dabei haben sie starke Fahrer im Kader. Also wenn ich da an Uran denke, an Roland oder so Leute. Aber die sind hier alle nicht mit am Start. Dann ein aufstrebendes Team aus den Niederlanden. Team Lotto NL Jumbo mit Dylan Groenewegen, junges Sprinttalent aus den Niederlanden, Steph Clement, Robert Hesink, Dan Jansen, Steven Kruiswijk, Lindemann, Rosen und Van Poppel, Danny Van Poppel. Ja, und Kruiswijk wird wahrscheinlich der Kapitän sein für die Gesamtwertung. Er ist nicht schlecht, ja, ist ein ganz ist ein ganz ausgeglichener Fahrer, der viele gute Werte hat. Von daher kann man bei ihm mit Sicherheit mit einigem rechnen. Ob es für einen Sieg reicht, bezweifle ich. Team Dimension Data geht an den Start mit Mark Cavendish als Top-Sprinter, Edvald Boasson-Hagen aus Norwegen, dann Bernhard Eisel, Ryan Gibbons, Luis Matthias, den kennen wir ja noch, Ben O'Connor, Serge Pauwels und Scott Thwaites, der immer für einen Sieg gut ist, zumindest im Pro Cycling Manager. Gute Mannschaft auf jeden Fall, sehr ausgeglichen, kann man nichts dazu sagen. UAE Team Emirates hat ordentlich Geld in die Hand genommen, um 2018 stärker dazustehen. Und folglich kommen sie mit folgender Aufstellung zur Tour de France. Alexander Christoph wird das Team in den Sprints anführen. Fabio Aru ist der Mann fürs Gesamtklassement. Dann werden sie noch unterstützt durch Biström, Consorni, Ganna, Lengen, Ravasi und Ria Buschenko. An sich, also die beiden Zugnummern sind ordentlich. Ja, also ob Aru jetzt die Tour de France gewinnen kann, bezweifle ich auch. Aber das sind wirklich ordentliche, sehr, 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 sehr gute Fahrer auf einem Top-Niveau, auch Christoph. Aber der Rest der Mannschaft, da fällt dann doch das Leistungsgefälle sehr, sehr groß aus. Dementsprechend muss man sagen, UAE ist wahrscheinlich nicht so der Top-Favorit für dieses Rennen hier. Dann Astana am Start mit Michael Wallgren, dem Ex-Kajarural-Fahrer natürlich. Peo Bilbao, dem Ex-Kajarural-Fahrer natürlich. Des Weiteren Cord Nielsen, Oskar Gatto, Hansen, Lutsenko, Minali und Moreno Moser, dem Ex-MTN Kubica-Fahrer. Wer kennt ihn noch? Wer hat das Let's Play damals schon verfolgt vom Pro Cycling Manager 2014, wo er wirklich eine unfassbar geile Saison gefahren ist? Mittlerweile ist nicht mehr viel da geblieben von den Werten von damals. Leider, muss man ganz klar sagen, denn er war wirklich ein Top-Talent. Aber konnte diesem Status nie gerecht werden und mittlerweile ist er nur noch ein okayer Fahrer. In echt, wir haben es ja in einer letzten Folge besprochen, in echt wechselt er zur neuen Saison 2019 zur Mannschaft Nippo Vini Fantini, also von der World Tour in Liga 2. Ich denke, das spricht Bände über die Entwicklung von Moreno Moser. Leider Gottes, wie gesagt. So, jetzt warten wir nochmal kurz die Sprintwertung ab, damit wir hier nicht gleich dumm dastehen, wenn alle das Sprinten anfangen und wir wieder nichts mitkriegen. Und los geht's. Brockhoff, naja, wir haben es wieder nicht wirklich für ihn bekommen. Mitchell Docker gewinnt die Sprintwertung. Und haben wir überhaupt einen Punkt gemacht? Ja, 11 Punkte. Oh, ah ja, es gibt ja richtig viele Punkte. Oha. Und dementsprechend sprinten jetzt auch die anderen hier mit, die bei denen es um die Sprintwertung gehen könnte. Cavendish holt sich die Punkte vor Kittel, dann wahrscheinlich Greipel. Wir schauen mal nach. Also Cavendish vor Kittel, dann Greipel, Groenewegen, Demar, Buani und Arndt. Also Nikias Arndt geht da auch voll mit rein. Boasson-Hagen folgt. Und jetzt kommt Jack Bauer mit einer Attacke oder war es nur eine kleine Tempoverschärfung? Man weiß es nicht. Gut.
Schauen wir mal weiter auf die Teams und Fahrer, die hier so am Start stehen. Weiter geht's mit Mitchelton Scott. Deren großes Sprinttalent heißt Caleb Ewan und der ist durchaus in der Lage, bei dieser Tour de France seine ersten Etappen zu holen. Dann haben sie Jack Bauer, Esteban Chavez, der Kapitän hier wohl fürs Gesamtklassement, Luke Durbridge, Hausen, Impey, Meyer und Adam Yates. Und da haben sie natürlich eine geile Doppelspitze mit Yates und Chavez. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist nicht schlecht und damit können sie auch gute Platzierungen in der Gesamtwertung zumindest mal erhoffen. Für Trek Segafredo sind am Start Jasper Stuyven, Matthias Brändle, John Degenkolb, Michael Gogel, Ruben Guerrero, Giacomo Nizzolo, Mats Pedersen und Toms Squeens. Also eine ganz bunt gemischte Mannschaft. Degenkolb vielleicht sogar der Kapitän, was die Sprints angeht, aber auch Giacomo Nizzolo ist ein richtig, richtig schneller Mann. Also einer von beiden wird dann am Ende um die Sprints mitfechten. Heute ist ja Degenkolb ein Favorit. Da haben wir das Team Sunweb mit Kapitän Wilco Keldermann. Nikias Arndt wird wohl die Sprints an sich reißen. Phil Bauhaus unterstützt ihn dabei. Dann haben wir Chad Hager, Leonard Kemner, Mike Teunissen, Edward Teuns und Maximilian Walscheid. Also ganze vier Fahrer aus Deutschland, oder? Ne, fünf sind's. Kemner ist ja auch noch. Ne, vier sind's. Okay. Völlige Verwirrung. Vier Fahrer aus Deutschland in dieser Mannschaft, die ja auch mit einer angeblich deutsch ist, auch wenn hier Niederlande steht. Also, das ist nicht schlecht. Dann machen wir noch die letzten Teams gerade durch. Lotto Soudal mit André Greipel, wie immer dem Sprintkapitän. Lars Dieting Back, Campenaerts, Debüschere, Hansen, Hofland, Maczynski und Van Endert. Ganz klar, Sprints mit Greipel sind das Ziel. Fortuneo Samsic mit Kapitän Warren Barguil, auf den bin ich gespannt. Bonamour, Boué, Carbel, Brice Feuillu, Fonseca, Gérard und Gesbert sind außerdem am Start. Dann für Cofidis Christophe Laporte zusammen mit Nasser Bouhanni, beide jetzt ungefähr gleich stark mittlerweile. Chetou, Lemoine, Perez, Simon, Turgi und Van Bilsen sind hier mit dabei. Für die Mannschaft Direct Energy, Adrien Petit, Lilian Calmejan, Cardis, Chavanel, Gené, Grelier, Pichot und Cellier. Und last but not least, das Team Austria Cars mit Daniel McLay, Jan Borkhoff, Juheni Hutarovic, Yannick Meyer, Haritz Orbe, Till Schuster, Jordi Simon und Marlen Smorka. Ja, das klingt nicht wie eine Weltauswahl, das ist es auch definitiv nicht, sondern es ist leider Gottes ein Flickenteppich. Ich bin froh, dass wir immerhin so eine gute Mannschaft dabei haben, dass nur einer unserer Fahrer einen weißen Wert hat, nämlich Yannick Meyer. Alle anderen haben einen Durchschnittswert, der sich im grünen Bereich befindet, das ist schon mal nicht so schlecht. Aber natürlich ist das keine Mannschaft, mit der man hier großartige Erfolge erhoffen darf. Dafür fehlen einfach so Zugnummern wie ein Ivan Santa Romita in Italien, der da mit dabei war. Und leider fehlt ja auch Luis Verwacke, wie schon gesagt. Eigentlich war die ganze Saison über geplant für die Tour de France, aber dann kamen eben die Enthüllungen, wo ich euch auch sehr dankbar bin. Weil klar hat mich das jetzt schwer getroffen irgendwo, dass Verwacke halt doch nicht mit zur Tour kann. Aber besser, ihr sagt es mir und ich kann noch reagieren vor der Tour, als dass ich dann halt einfach während der Tour merke, Verwacke kommt niemals in Form, weil er einfach nicht fit ist, weil er einfach ermüdet ist. Und ja, von daher auf jeden Fall nochmal danke an die ganzen Leute in den Kommentaren, die mir das geschrieben haben. Vielen, vielen Dank. Und ja, jetzt schauen wir mal, was das Finale der heutigen Etappe so für uns beinhaltet. 30 Kilometer sind es noch. Die 6er Ausreißergruppe gibt alles, um den Abstand auf das Feld zu wahren. Und jetzt schauen wir mal. Brockhoff, kann der sich ein bisschen lösen? Schauen wir mal. Ne, nicht wirklich. Matti Breschel springt da in die Bresche und macht die Lücke gleich wieder dicht. Somit also keine Chance für Jan Borkhoff, da vorbeizuziehen. Hätte ja klappen können, weil in dem Moment gerade Docker sich zurückfallen hat lassen. 1:13 noch der Vorsprung. Also es wird wohl auf den Sprint hinauslaufen, denn so weit ist es jetzt auch nicht mehr bis ins Ziel. Und wir schauen mal, dass McLay und Co. gut platziert in Richtung
Finale gehen heute. Hätte natürlich auch nichts dagegen, wenn die Gruppe hier durchkäme. Ich bin sehr gespannt auf Jan Brockhoff. Wie gesagt, er hat viele Werte, die an die 70 kratzen. Also er ist ein doch durchaus solider und ausgeglichener Fahrer. Das mag ich an ihm sehr. Aber ob das halt reicht bei einer Tour de France, ist die Frage. So, 20 Kilometer noch bis ins Ziel. Jan Brockhoff immer noch vorne mit dabei in der Ausreißergruppe. Zwei Fahrer von Education First, zwei Fahrer von Direct Energy, ein Austria Cars Man und einer von Cofidis. Das sind die Rollen oder die Teamverteilungen in dieser Gruppe. Jetzt hängen wir uns mal an Genet ran, denn es gibt Attacken hier vorne aus der Gruppe. Und Johan Genet, der geht hier richtig ab. Docker geht auch mit und Brockhoff hängt sich halt gleich ans Hinterrad, um da mitzufahren. Schauen wir mal, ob der Rest der Gruppe da noch mit rankommen kann. 16 Kilometer jetzt noch bis ins Ziel. Frage, soll ich einen Sprintzug machen? Antwort, why not, ne? Würde ich mal sagen. Antwort, einfach mal, why not. Orbe nehme ich mal vor Hutarovic. Hutarovic nehme ich mal. Smorka nehme ich mal. Und Smorka kann sich mal hier irgendwie weiter vorne orientieren. Gucken wir mal, dass wir da so ein bisschen uns nach vorne schlagen, wie gesagt. Kann Meier Jordi Simon unterstützen. Und dann gucken wir mal, dass wir nach vorne kommen. So, Jan Brockhoff, er ist noch mit drin. Die Kräfte schwinden allmählich bei unserem Deutschen. Und jetzt macht hier Breschel richtig Dampf. Und das zersprengt jetzt die Gruppe. Aber die Gruppe ist sowieso gleich eingeholt vom Hauptfeld, das da unermüdlich hinterher rast. Und da jetzt noch was entgegenzusetzen, da musst du richtig gut sein. 10 Kilometer, noch bis ins Ziel. Jan Brockhoff, der hat sein Tagewerk erfüllt, würde ich sagen. Der ist nämlich jetzt komplett platt. Jetzt geht es um die Sprintvorbereitung. Und Marlin Smorka gibt sein allerbestes, dies einigermaßen einzuleiten. Die Gruppe ist eingeholt. Wo bleibt das nächste Lied? Ich danke. Die Gruppe ist also eingeholt. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir den Sprint am besten vorbereiten können. Marlin Smorka, der ist ganz weit vorne jetzt. Hält die Nase schon mal kräftig in den Wind. Es sind nur noch 6 Kilometer. Also das ist gar nicht mal so übel. Aber wir wissen aus Erfahrung, es ist nicht mehr so leicht. 5 Kilometer Marke für unseren Sprintzug. Hutarovic kann sich schon mal bereit machen. Der ist jetzt gleich der Nächste, der nach vorne muss. Smorka hält hier wunderschön mit gegen die Mannschaft Mitchelton Scott. Das sieht richtig gut aus. So, und jetzt lassen wir ihn mal so langsam raus. Und dann kann er sich gleich zurückfallen lassen. Und jetzt ist Hutarovic vorne. An dessen Hinterrad muss jetzt Haritz Orbe kleben bleiben, wie sonst was. So, und jetzt natürlich wieder alles nicht so perfekt eingefädelt. Schuster beginnt jetzt schon meinen Sprint. Ob das jetzt clever war, weiß ich nicht. Und McClay hängt jetzt mal an Plankerts Hinterrad. Ich denke, das ist schlauer. Letzter Kilometer. Daniel McClay geht jetzt in den Sprint. Das war, glaube ich, ein bisschen früh. Aber McClay, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und Cavendish holt sich am Ende hauchdünn den Sieg vor Caleb Ewan. Nikias Arndt wird Dritter. Und Daniel McClay auf Rang 4. Also gleich mal das erste große Ausrufezeichen von unserem Team Austria Cars. Ich fand den Sprintzug wirklich gut. Till Schuster hat das toll gemacht. Wir haben jetzt Orbe natürlich komplett übergangen, aber es lag halt einfach, es war dem geschuldet, dass wir nur noch wenige Kilometer vor dem Ziel lagen. Und dementsprechend mussten wir reagieren. Wenn Orbe jetzt noch vorgekommen wäre, dann wäre es einfach zu kurzfristig geworden. Von daher, gut gemacht, super gemacht von Smorka. Riesenlob an Marlin Smorka, der eine richtig geile Leistung gezeigt hat. Klasse gemacht auch von Hutarovic, der den Übergang gut eingeleitet hat. Gut, Haritz Orbes Leistung kann man jetzt nicht beurteilen, der war halt auch mit dabei. Ne? Super gemacht von Till Schuster, der den Sprint wirklich gut vorbereitet hat und
ordentlich vollendet von von McLay, aber auch von Cavendish. Der gewinnt die Etappe vor Caleb Ewan und Nikias Arndt, dann also Danny McLay, Dylan Groenewegen, John Degenkolb, Marcel Kittel, Arnaud Demar, Peter Sagan und Nasser Bouhanni für Cofidis auf Rang 10. Also, gleich mal ein Achtungserfolg. Platz 4 durch Danny McLay in der ersten Sprintetappe. Was war das? Irgendwas ist umgefallen. Platz 4 ist auf jeden Fall ordentlich. Da kann ich nicht meckern, da möchte ich auch gar nicht meckern. Das ist auf jeden Fall okay. In der Punktewertung führt Mark Cavendish damit mit 59 Punkten vor Caleb Ewan, der hat 30 und Nikias Arndt hat 23. McLay hat 18 Zähler. In der Nachwuchswertung führt Caleb Ewan 6 Sekunden vor Groenewegen, Schuster, Zabel und allen anderen. Und in der Teamwertung führt Katjuscha Alpecin hauchdünn vor Austria Cars und Mitchelton Scott. Ah, siehst du mal, da wären wir beinahe führender in der Teamwertung gewesen nach dem ersten Tag. Gelbes Trikot natürlich auch für Mark Cavendish, der also den ersten Sieg holt und damit in Gelb unterwegs sein darf. Aber sehr, sehr schönes Ergebnis. Daniel McLay auf Rang 4, Till Schuster 11. Das ist sicherlich auch nicht schlecht für die erste Tour de France-Etappe seines Lebens. Juhani Utarovic am Ende 20. Orbe 24. Und der Rest kommt ferner lieben ins Ziel. Schauen wir nochmal, ob es Zeitverschiebungen gab. Ich kann ja hier nach Teams suchen. Zeitverschiebung gab es nur für Jan Brockhoff. Der hat 4 Minuten verloren. Das ist aber auch okay. Und der Rest ist komplett gleich ins Ziel gekommen. Ist aber im Prinzip auch wurscht, weil die Gesamtwertung, wie gesagt, nicht so unsere Priorität ist. Ich glaube nicht, dass Rolly Simon da was groß reißen kann. So, und hier haben wir auch schon unser Squad für die Österreich-Rundfahrt. Alexander Hier, Giuliano Cambarei, Josef Stari, Daniel Biedermann, Jan Sokol, Dalibor Kulic und Josef Stari. Das ist unser Team für die Ösi-Tour. Und ich könnte mir vorstellen, ohne Witz jetzt, das könnte die Rundfahrt werden von Alexander Hier. Es könnte wirklich die Rundfahrt von Alex Hier werden. Wir werden es uns mal anschauen. Wie sieht es denn von Renntagen her aus? Bennett Seder, ja, die haben relativ wenig, von daher schadet denen das nicht, wenn sie jetzt mal in Rundfahrt fahren. Also starten wir rein. Heutige Etappe, die Favoriten bei diesem Bergzeitfahren auf das Kitzbüheler Horn. Einfach mal ein Bergzeitfahrprolog, kann man mal machen. Topfavorit ist tatsächlich Josef Stari aus unserem Team. Dann Ivan Ramiro Sosa, Emanuel Buchmann, nicht bei der Tour de France dabei, sondern hier, das ist krass. Sam Omen ebenfalls hier dabei. Gut, er ist ja auch noch jung. Jack Haig von Mitchelton Scott. Alexis Vuillermo hat es auch nicht zur Tour geschafft. Ben Hermans, Mikel Nieve, Rudy Mola, José González und David Gudu. Bis gleich nach dem Screen der Ladung. So, und da sind wir also am Start dieses Bergzeitfahrens. Wright, Rohan Wright startet als erstes von der Rampe und geht damit rein in diese extrem anstrengende Etappe. Also wir schauen es uns mal ein bisschen an, zusammen mit dem Herrn White aus Australien. Also, das ist anstrengend, ja, aber es ist nicht sehr lang. Hier sehen wir es, das ist schon die Ziellinie. Und Rowan White gibt die erste Richtzeit vor. 3 Minuten 47 braucht er für diesen Berg. Vielmehr für diese 800 Meter des Berges. Und Davide Orrico unterbietet die Zeit gleich mal um 28 Sekunden. Jetzt kommt Yassad, Yannis Yassad. Schauen wir mal von Kaya Hural. Der ist langsamer. Schlemmer kommt jetzt. Ich weiß gar nicht, was das für ein Team ist. Lukas Schlemmer, nicht schneller. Martinez, der Sprinter Yannick Martinez, ehemaliger Europcar-Fahrer. Hier ein kurzer Überblick über die Mannschaften und Fahrer, die hier so mit dabei sind. Hier gehen wir es jetzt mal nicht im Einzelnen durch. Ich meine, die meisten werden wir eh noch sehen. Gehe ich mal von aus. Unser Team also bestehend aus den ganzen Österreichern. Josef Stari, Josef Bennett-Seder, Daniel Biedermann, Alex hier, Dalibor Kulic und Jan Sokol. Und dann eben noch Giuliano Cambarei aus Albanien, um den Kader voll zu machen. Ist er auch noch mit dabei. Hat auch eine gute Form. Und ja, von daher schauen wir mal. Bestzeit jetzt von Rodolfo Andres Torres, dem Mann aus der Androni Chio Gattoli Mannschaft. Und es ist gut, dass Stari so spät startet. So können wir hier schon mal so ein bisschen gucken,
wie wir das machen von der Energie her. Also man kann hier wirklich Vollgas fahren. Sogar Jan Sokol als ein durchaus schlechter Bergfahrer kann hier Vollgas geben bis ins Ziel. Und die Zeit, naja, geht so. 9. Platz. Ja, Giovanni Visconti, das wird eine bessere Zeit. Ja, Bestzeit erstmal. Jetzt kommt Sarah Motins, der lettische Meister. Sein Landsmann Toms Skuins fährt ja bei der Tour de France mit für Trek. Und er ist hier also bei der Österreich-Rundfahrt mit dabei. Carlos Verona. Und wir gucken mal, dass wir gleich mal den nächsten Starter aus unserem Team sehen, nämlich Dalibor Kulic. So. Müsste dann demnächst auf der Startrampe stehen. Oh, Rivera, der kommt aus Costa Rica. David Lopez Garcia aus Spanien. Und jetzt haben wir Dalibor Kulic an der Startrampe. Gucken wir mal, was er hier zeigen kann auf dieser steilen Rampe. Hat eine schlechte Tagesform, das ist natürlich super. Also Dalibor Kulic, Ehrenmann des Flachlandes. Hat es nicht so mit Bergen. Aber diese 800 Meter, die schaffte er natürlich auch. Das ist ja ganz klar. Und dann gucken wir mal am Ende. 26. Konstantin Sivtsov. Der wird schneller sein. Jo, der ist 4. Jurij Sagan. Der Bruder von Weltmeister Peter. Mikel Nieve. Mit Sicherheit einer der Top-Favoriten für diese Österreich-Rundfahrt. Kieselowski auch nicht zu unterschätzen. Und Nieve hält auch erstmal die Bestzeit hier bei diesem Bergzeitfahren. Mauro Finetto, auch der wird vorne ankommen. Das prophezei ich jetzt schon mal. Da ist er, 9. Naja, immerhin. So, und jetzt kommt Giuliano Camberei aus Albanien als nächster Starter unseres Teams Austria Cars. Noch her, gibt hier gleich mal Vollgas vom Beginn weg. Wir verschenken hier keine Sekunden. Und Camberei lässt es richtig krachen in diesem Anstieg und schafft am Ende Platz 35. Christopher Pfingsten jetzt unterwegs. Also wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir die Kräfteeinteilung noch ein bisschen besser hinbekommen. Gegen Ende geht uns dann doch immer die Kraft aus. Als nächstes startet Alexander hier, unser Co-Kapitän. Und bei dem sollte es dann natürlich schon besser klappen. Ist ja ganz klar. Nieve immer noch vorne vor José González und Robert Kieselowski. Filosi jetzt, Fernando Gavazzi. Jérôme Cousin. Und jetzt kommt also Alexander hier. Unser Bergtalent aus Österreich. Ganz, ganz zierlicher Rennfahrer. Man sieht es hier auch schön, was für eine schmale Gestalt er ist. Richtig kleiner Slenderman, der Alex hier. Und der ist gut drauf. Mit dem können wir hier richtig Gas geben. Ach du Scheiße, der ermüdet ja gar nicht. Was ist denn da los? Wir hätten viel mehr Gas geben können. Alex hier, Platz 3. 4 Sekunden hinter Mikel Nieve. Hätte ich das gewusst, hätte ich viel mehr Gas gegeben. Boah. Der Wahnsinn. Konovalovas startet. Litauischer Zeitfahrmeister. Ei, wie ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Alexander hier ist jetzt 3. in der Gesamtwertung momentan. Also auch in der Tageswertung logischerweise. Eieiei, hätte ich das gewusst. Mann. Naja, mit dem Schicksal hadern bringt jetzt auch nichts. Wir müssen schauen, dass wir es mit den letzten 3 Fahrern einfach besser machen. Wenn die eine geile Tagesform haben, merken wir uns, können wir also richtig auf die Pauke hauen. Daniel Biedermann, der ist jetzt natürlich nicht der allergeilste Bergfahrer. Hat auch eine richtig schlechte Tagesform, da brauchen wir nicht auf die Pauke hauen. Der ist, glaube ich, froh, wenn er da oben ankommt. Der fühlt sich heute richtig wie ein Eimer Wasser. Als müsste er hier nur einen Eimer Wasser mit hochtragen bei diesem Bergzeitfahren. Aber auch er kann noch ein bisschen schneller gehen. Also mit 84% Einsatz brauchst du hier, glaube ich, gar keinem kommen. Und auch das ist eine ordentliche Zeit. Moritz,
Den haben wir uns ja vorhin noch angeguckt. Und hier landet er auf Rang 7. Geschke, auch ein guter Fahrer für sowas. Sehr, sehr ausgeglichen. Geschke landet auf Rang 5. Gudu, traue ich hier auch was zu. Auch Fünfter. Nico Denz, auch den haben wir uns angeguckt. Jetzt können wir hier mal schön schauen, was die alle so drauf haben im Real Life sozusagen, also im Renngeschehen. Denn klar, Werte sehen immer gut aus, aber du musst es ja auch auf die Straße bringen. Was ist das für eine Flagge? Ist das Usbekistan? Ich glaube schon, ne? Thomas Boudin ist mit dabei, Leonardo Basso, Nathan Earl und jetzt Josef Bennett-Seder, der holt sich jetzt die Bestzeit, Jungs. Der holt sich jetzt die Bestzeit. Also wenn er jetzt die Bestzeit holt, dann beendet er nach diesem Rennen seine Karriere, das sag ich jetzt. Okay, der hat eine -3er Tagesform. Ja, und die Werte sind halt auch alles nicht mehr so die geilsten. Also man kann gar nicht mehr erkennen, was seine Stärke und was seine Schwäche ist, weil er halt einfach wirklich beim kompletten Bodensatz angekommen ist. Oh Mann. So, komm Josef. Mal schauen, ob er wieder Letzter wird. Bennett Seder ist im Ziel. Ja, wahrscheinlich wird er Letzter. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, und ein Starter aus unserem Team, auf den warten wir noch. Und das ist der Kapitän. Das ist Josef Stari. Und ich hoffe, er hat eine einigermaßen gute Form. Dann können wir hier Großes von ihm erwarten. Alexander hier ist immer noch Dritter. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt. Jetzt kommt Ricardo Zeudel. Der Österreicher. Auch stark. Javier Moreno. Sosa startet jetzt. Also jetzt kommen die richtig, richtig Guten. Ben Hermanns und direkt nach ihm startet unser Man, Josef Stari. Und jetzt bin ich gespannt. Ähnlich schlanke Gestalt wie Alexander hier, vielleicht sogar noch schlanker. Aber auch eher mit einer -3er Tagesform. Das ist natürlich übel. Aber wenn er die nicht hätte, dann wäre hier nochmal mehr drin. Aber er startet hier saugut. Der kommt hier so gut durch, kann hier einfach Vollgas geben. Und Josef Stari, Achter, hinter Alexander hier sogar noch. Ah, ärgerlich. Man muss halt immer erstmal gucken, ne, wie es läuft. Kann nicht von Anfang an Vollgas geben. Alexander hier musste jetzt auch noch ein paar Leute passieren lassen, leider Gottes. Emu Buchmann, Vierter, jetzt Sam Omen von Sunweb. Landet auf Rang 4. Rüdi Müller von FTG. Ich sage, er wird Achter. Ah, Vierter sogar. Krass. Michael Albasini aus der Schweiz. Er ist jetzt unterwegs. Mal gucken, wo er landet. 32. nur. Alexis Vuillermo startet jetzt von AG Désert. Und landet auf Rang 5. Und damit kommt als Letzter Toni Martin. Ex-Zeitfahr-Weltmeister, ex-deutscher Meister im Zeitfahren, glaube ich. Warum hat er das Trikot nicht an? 50. Platz für Toni Martin. Also damit ein mäßig erfolgreiches Zeitfahren aus unserer Sicht. Geht zu Ende. Es war schon okay. Es war okay, aber es war doch irgendwie mehr drin. Also es fühlt sich schade an. Ivan Ramiro Sosa gewinnt das Einzelzeitfahren vor Javier Moreno und Mikel Nieve. Vierter wird Rüdi Müller, dann Emanuel Buchmann, Sam Omen, Alexis Vuillermo, José González, Ben Hermanns und Alexander hier. Immerhin eine Top-10-Platzierung für unser Team Austriacast, was man jetzt nicht sieht. Auf Platz 11 landete noch Josef Stari. In der Gesamtwertung führt damit natürlich auch Ivan Ramiro Sosa, auch wenn ich nicht weiß, warum er jetzt das gelbe Trikot nicht anhat. Haben die es nicht normalerweise schon an? Doch, oder? Keine Ahnung. In der Punktewertung führt ebenfalls der Kolumbianer logischerweise und falls es eine Bergwertung gibt, auch dort. Nee, die gibt es noch nicht. In der Nachwuchswertung führt ebenfalls Sosa vor Omen und hier. Und in der Teamwertung führt Androni Ciucattoli vor Mitchelton Scott und Katjuscha. Von uns ist da noch nichts zu sehen, weil unser dritter Fahrer ziemlich abgelost hat. Das muss man, glaube ich, in der Deutlichkeit so sagen. Okay, Stari dann doch 13. geworden, aber alle zeitgleich. Nee, nicht alle. Zeudel war 11. Okay. Passt. Naja, dann schauen wir mal, wo ist unser... Oh Gott, der nächste Fahrer lässt auf sich warten.
Ich wollte noch gucken, was der hier ist. Ruanda. Ach, das war Ruanda. Stimmt, da hatten wir doch bei MTN-Kubeka schon den... Wie hieß er? Hab's vergessen. So cool war der drittstärkste Fahrer. Ja, mit dem Abstand ist da natürlich nicht so cool. Also, 10. ist Alexander hier in der Gesamtwertung. 8 Sekunden Rückstand auf Sosa. Und Stari ist 13. mit 9 Sekunden Rückstand. Also alles drin. Nach diesem Einzelzeitfahren haben wir noch alle Chancen in der Österreich-Rundfahrt. Das muss man ganz klar so sagen. Bei der nächsten Etappe, beziehungsweise bei der nächsten Folge, sehen wir uns dann die Etappen Nummer 2 bei der Tour de France und bei der Österreich-Rundfahrt an. 2 Flachetappen, sowohl in Frankreich als auch in Österreich. Ich hoffe, ihr freut euch dennoch auf diese Folgen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei ProCycling Manager 2018. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesen schönen Rennen und mit den Doppelfolgen mit 2 Etappen pro Folge 2 Etappen. Ist das nicht geil? Ich meine, wo kriegt man sowas? Und das alles für lau. Ich meine, für lau. Ihr zahlt keinen einzigen Cent. Yeah. Ihr zahlt einfach gar nichts. Keinen einzigen Cent. Yeah. Aha, aha. Keinen Cent.